Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer 21 zu 9 und ihr habt so viel verpasst. Ich mache eine ganz kurze kleine Mini-Zusammenfassung. Oder ihr klickt einfach oben rechts auf das E-Symbol, dann kommt ihr direkt auf die Playlist von Genshin Impact. Denn wir hatten jetzt vor kurzem das Event auf der sogenannten Gold-Apfel-Archipel. Das hat so ungefähr vor 22 Folgen oder so angefangen. Darum ging es halt, drei oder vier Storylines zu spielen. Von Kazuha, von Mona, von Fischl, von Xingyang und so weiter und so weiter. Einige Rätsel zu lösen. Gerade das Besondere in dieser Season war es halt, dass die Puddinginsel sich zum Beispiel individuell verändern ließ. Das heißt, hier gab es halt so einen Pult, wo man die linke Hälfte und die rechte Hälfte ändern konnte. Und dementsprechend kamen halt neue Rätsel zustande, neue Schätze und so weiter und so weiter. Hier bei der Insel der Gefahren gab es halt, das war auch eher die Storyline von Mona, die Möglichkeit, eine Alternativinsel spawnen zu lassen, was eigentlich nur nichts anderes ist wie die Zukunft und Gegenwart oder Gegenwart und Vergangenheit, je nachdem, wie es für euch lieber wäre. Dann gab es halt noch Fische, da haben wir auch Skin bekommen und den Charakter Fischl umsonst. Und hier gab es auch noch so ein paar coole Gimmicks, dass zum Beispiel diese Inseln hier an dieser Stelle sich die Höhe ändern konnten. Und dann war halt der Vorteil gewesen, je nachdem wie man es gemacht hatte, kam man in so eine geheime Schatzkammer rein. Und ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Zeit hier investiert, deswegen empfehle ich euch einfach die Playlist anzuschauen. In der letzten Episode, in den letzten zwei Episoden haben wir, ja, die Story von Diluc gemacht, nur das ist schon zu Ende. Da gibt es halt nur noch die Herausforderung. Ein paar Sachen könnte man vielleicht noch farmen, aber mal gucken. Und ja, zunächst mal sollten wir aber auch unsere Inbox mal leeren, denn da gibt es halt immer wieder Urgesteine, die man kriegt, wenn man auf deren Internetseite sich halt einloggt und so weiter. Und uns fehlt gerade sehr viel Urgestein, aber auch Materialien. Zack, gelesen und löschen. Haben wir alles. Hier ist jetzt nichts Besonderes. Und, ja, was können wir als nächstes machen? Wir haben die Dailies noch vor uns. Das ist das neue mechanische Perpetuum Mobile Puzzle. Ach, das können wir vielleicht auch direkt mal machen. Da muss ich auch nur gucken, ob das ein Multiplayer-Spiel ist oder nicht. Aber erstmal, wie gesagt, die ganzen Erkundungsbelohnungen und so weiter holen. Wir müssen auch die Tagesmission machen. Konnten wir durch das Event halt leider nicht machen. Und ja, wir haben in letzter Zeit sehr viele Banners gepult. Mittlerweile schaffe ich nur noch so einen 40er-Pull zu machen, so um den Dreh. Naja, nicht ganz so schön. Und ja, das sollten wir auf jeden Fall dringend nachholen. Zack, zack, zack. Was haben wir noch? Das haben wir noch. Und hier haben wir was. Mehr können wir noch nicht. Wir haben halt noch eine Mission, dass wir unsere Abenteuerstufe erhöhen können. Das haben wir so kurz vor der Event-Sachen bekommen. Warte, wo war das Ding eben? Also hier in dieser Richtung. Kurz vor dem Event oder während des Events bekommen. Wir haben ja noch Zeit bis kurz vor Level 51 das noch so zu verschieben. Aber das werde ich auf jeden Fall bald nachholen wollen, definitiv. Ah, hier gibt es wieder ein paar Dailies an dieser Stelle. Da hatten wir von ihr schon zweimal was gemacht. Ja, mal gucken, ob ich das in dieser Episode mache oder doch in der nächsten. Aber erstmal das Ding angucken, lesen und so weiter, auch den Season Pass füllen, weil da haben wir jetzt wegen Login was bekommen und... Achso, der Händler war das. Ich wollte gerade sagen, was war das nochmal für ein Symbol? Hier Login und R zu sammeln. Zack, zack. Na, kein Level Up. So, dann sprechen wir mal Felix Yogu, wie auch immer, an. Der Enthusiasmus in Mondstadt übertrifft meinen kühnsten Träumen. Die Stadt macht ihrem Namen alle Ehre. Selbst die Höhle Church waren so energiegeladen. Auf jeden Fall, Herr Yogu, bitte geh nie wieder alleine aus. Was? Was ist denn dann mit meinen Vorrichtungen? Da fehlen doch immer noch... 1, 2, 3, 18, 19 Komponenten. Es gibt bereits Abenteuer, die nach ihnen suchen. Also kannst du in Ruhe in der Stadt warten. Aber ohne diese Vorrichtung, meine Inspiration, verstehst du? Was tue ich, wenn ich inspiriert werde? Inspiration ist flüchtig wie ein Rülpser nach einem Drink. Oh, wie flüchtig. Aha, das ist eine gute Analogie, die muss ich mir aufschreiben. Xavier wird sie lieben. Ehrenritter, wunderbar. Ehrenritter, bitte komm schnell. Was ist los? Darf ich vorstellen? Er ist vom Hof von Fontaine. Er ist ein Visionär. So nennen wir uns.
Herr Yogo, das ist unser Ehrenritter vom Mondstadt. Ah, Yogo, Felix Yogo, sei gegrüßt, Ehrenritter. Ich habe schon viel von deinen vielen Heldentaten gehört. Kennst du mich? Aber natürlich, natürlich kenne ich dich. Wer kennt dich nicht? Dein Kampf mit Devorn in Mondstadt wurde 3 Wochen lang auf der Titelseite des Dampfvogels gezeigt. Diese Journalisten wären grün vor Neid, wenn sie wüssten, dass ich mit dir rede. Schlagzeilen? Natürlich, du hast ihnen geholfen, die bestverkaufte Zeitung zu werden. Schlagzeilen auf der ersten Seite, die ganzen Ausgaben lang, Interviews mit Experten und die besten handgezeichneten Bilder. Ha, die verdienen sich eine goldene Nase. Also, Reisende, Herr Felix Yogo, ihr unterhaltet euch, während ich... entschuldigt mich, ich muss mich um etwas anderes kümmern. Es scheint, dass die Ritter des Ordo Favonius wirklich so viel zu tun haben, wie ich gehört habe. Warum bist du nach Mondstadt gekommen? Ich? Ich plane, durch ganz Teyvat zu reisen. Und der Zweck meiner Reise ist es, diesen kinetischen Kern zu verkaufen, den ich hergestellt habe. Einfach ausgedrückt handelt es sich um ein Uhrwerk, das in bestimmten Abständen gedreht werden muss, um für eine lange Zeit kinetische Energie zu generieren. Um diese Vorrichtung zu demonstrieren, habe ich auch ein Maschinenspielzeug mit konstanter Bewegung geschaffen, das von einem kinetischen Kern angetrieben wird und das von mir als mechanisches Perpetuum mobile Puzzle bezeichnet wird. Aber so gerne ich dir diese Vorrichtung auch zeigen würde. Diese Vorrichtung ist so herausragend, dass selbst Monster ihrem Charme kaum widerstehen können. Im Moment wird meine Vorrichtung von den Monstern ganz schön in tausenden einzelnen Teilen zerlegt, wie ein Spielzeug in den Händen von Kindern. Obwohl ich die Abenteuergilde um Hilfe gebeten habe, können mir auch die Abenteurer nichts Neues mitteilen. Wenn es dich interessiert, Ehrenritter, kannst du mir diesen Gefallen tun? Glaub mir, weder meine Vorrichtung noch die Entlohnung werden dich enttäuschen. Gut, kein Problem. Bravo, du bist wirklich eine so starke und mitfühlende Abenteurerin, wie es in der Zeitung steht. Es ist schade, dass wir jetzt in Mondstadt sind. Wenn wir im Hof von Fontaine wären, hätte ich einen Journalisten von Dampfvogel für ein Interview zu dir geschickt. Sie würden wieder einmal so beeindruckt von deinem Charme sein, dass sie dir bereitwillig die Titelseite und Honorare für die nächsten 3 Wochen geben. So, sammle Komponente. Die befinden sich wo? Ach, direkt vor der Tür. Umso besser. So, da sind wir. Ach, okay, das sind diese kleinen Löffel. Ja, ist ja kein Problem. Die kriegen wir schnell gefressen, wenn man so will. Und bam! Das musste sein. Ey! Auf zu Dopschen. Zack, zack. Und die Ulti von hier. Und dann bam, 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 bam. Oh, Junge, auf einmal war sein Balken richtig gelb gewesen. Oh, was für eine große Kiste mit Komponenten. Das ist das, was Herr Yogo haben wollte. Warte, wo ist die Kiste mit Komponenten? Ach so, die haben wir schon collected. Ich habe gar nicht E gedrückt. Naja, okay. Reisen wir zu ihm zurück. Nehmen wir diesen Teleporter. Und einmal abwärts mit uns. Das bedeutet, wir müssen. Ach so, da. Boah, ich gucke auf dieses Symbol. Das ist ja aber die Tagesmission. Hier runter. Nicht zu tief. So. Och, der ist jetzt wieder weg. Wahrscheinlich, weil jetzt Abend ist. Ehrenritter, du bist zurück. Wie geht es mit den Komponenten voran? Sind das die richtigen? Genau, das sind sie. Toll, meine Komponenten. Jetzt, da die Komponenten gefunden sind, müssen wir nur noch zusammengefügt werden. Nun, wenn du Interesse hast, Ehrenritter, kannst du dich daran versuchen, die Teile des mechanischen Perpetuum Mobile Puzzle zusammenzusetzen. Vertrau mir, das wird sehr interessant. Gut. Herausforderung starte. Noch nicht abgeschlossen. Bla bla bla. In 2 Tagen. Immer dieses Rationieren. Aber naja, gut. Du musst die verschiedenen Zahnradkomponenten angemessen einstellen. Die Zahnräder auf den Wellen anbringen, um sie zu verbinden und auch das letzte getriebene Zahnrad in Schwung zu versetzen. Du kannst die verschiedenen Zahnräder auf der oberen oder der unteren Ebene der Wellen anbringen, aber auf jeden Fall jede Welle kann nur ein Zahnrad platziert werden.
Zahnräder auf verschiedene Ebene können nicht direkt miteinander verbunden werden, dafür aber mit Hilfe von doppellagigen Zahnrädern. Gleichzeitig können sie auch die doppellagigen Zahnräder weiterhin umdrehen. Beim Anbringen von Zahnrädern kann es dazu kommen, dass diese sich mit anderen Zahnrädern oder Wellen überlappen. In solchen Fällen können die Zahnräder nicht platziert werden. Also ein klassisches hier, ja, Lego-Technik-Set. Ach, das ist wieder so eine Art von Rätsel. Okay. Lasset mich schauen. Alles müssen hier in Bewegung gebracht werden. Lasset mich mal schätzen. Das hier? Nö. Das schon vielleicht. Ach, Moment. Wechsel auf die obere Ebene. Ach, Moment mal. So. Das kann ich nicht anklicken. Das heißt, ich muss mich hier von vornherein entscheiden. Okay. Warte, wie kann ich denn? Ach so, ach, ich muss hier drücken. Wartet mal, dann nehmen wir das hier. Das sieht schon mal sehr gut aus. Eins sieht schon wieder mal nicht ganz so flauschig aus, aber das ist, glaube ich, auch nicht nötig. Nehmen wir mal Position 2. Ach so. Ich muss erst mal gucken. Aktuell kann keine Komp. Ah, okay. Also muss ich es so lösen. Ich sehe gerade noch nicht. Ach so, das ist. Das gleiche. Okay. Position 2. Zack. Position 5. Das befindet sich hier. Ah. So. Ich muss immer aufpassen, dass ich es auch anklicke. Was ist mit 6? Ah, das ist jetzt ein bisschen überflüssig, aber gut. Zum nächsten Teil des mechanischen Puzzles. Aufbau von Doppellagigen. Der ist oben, der ist unten. Wenn ich wüsste, was hier unten ist. Aber na gut. Ich glaube, es macht Sinn, mit 2 anzufangen. Nehmen wir das Kleine. Dann nehmen wir 1. Dann nehmen wir klein. Okay, vielleicht nicht ganz klein. Ach, Moment. Nee, das ist nicht oben. Ach so, die sind anders sortiert. Jetzt sehe ich das. Das kann ich aber trotzdem so lassen. Kann ich nicht mehrere übereinander machen? Warte, ich muss jetzt mal gucken. Wie mache ich das am sinnvollsten? Ich kann halt aus dieser Perspektive die Entfernung nicht schätzen, also welche Größe ich an Zahnräder brauche. Da müsste ich nach oben. Beide Ebenen anschauen. Untere. Ich sehe halt nicht, ob da was ist. Moment mal, wenn ich untere habe, ist da überhaupt was? Ich glaube nämlich nicht, ne? Das heißt, wenn ich 5 was Großes reinhaue, macht das keine Verbesserung. Warte, machen wir nochmal von vorne. Damit ich nochmal gucken kann, was habe ich denn alles so übrig. Irgendwie muss ich das mittlere in Bewegung kriegen. Ich sehe hier, hier ist dieses große und oben ist das kleinere. Das heißt, so, schon mal. Okay. Ah, jetzt erkenne ich, dass ich bei der Position 1. Es. Oder ist das doch bei. Moment mal, vielleicht bei der 3. So, okay. Das Große betreibt diese Konstellation an. Hier muss ich jetzt gucken, wie mache ich das am besten. Es muss irgendwie nach oben. Das heißt, ich muss über 5 die Brücke bauen. Aber das ist hier halt. Hier ist ein kleiner Abstand, hier wäre ein großer. Das heißt, ich muss wahrscheinlich über 7 das machen. Passt nicht. Ah, kann ich so? Hä, Moment mal, kann ich nicht? Ach, passt gar nicht. Ach, ich sollte auch mal anfangen zu lesen. Okay. Das dreht sich. Das bringt mir aber so jetzt nicht weiter. Weil ich kann hier kein größeres als mittelgroß gehen. Okay. Wenn ich jetzt aber so mache, 5, einmal kurz wegklicken. Nö. Wie kombiniere ich die Dinger denn jetzt? Hä? Hier kann es. Also 5 kann es ja nicht sein. Ne, Position 7, wenn überhaupt. Aber. Kurz mal überlegen. Was ist auf der unteren Ebene? Weil hier sehe ich das nämlich. Ich kann auch hier nicht drehen oder sonst was halt, ne? Also.
Ist da was? Ich glaube nämlich nicht. Okay. 7 hatten wir. 5 habe ich gerade im Augenblick. Das passt nicht. Okay. Das habe ich aktuell positioniert. Aber 7. Das macht so halt keinen Unterschied. Einfach mal random 6. Okay. So könnte es passen. Jetzt müsste ich aber auf 7 so machen. Ah, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. So muss ich denken. Wieder viel einfacher, als es ist. So, nächstes Rätsel. Das ist wieder oben. Ah, ich sehe schon. Doppellagig. Es wird wahrscheinlich so eine Route sein. Genau, das Doppellagige wird hier bei 3 nicht passen. Was ist bei 2 eigentlich? Würde das da passen? Das heißt, ich könnte bei 3. Nee. Ich glaube, das Große kommt nirgendwo hier. Nochmal weg. So. Position 5. Was passt denn da alles? Okay. Position 7. Genau. Position 6 kommt ein Mittel. Und Position 4 kommt Mittel. Nach oben. So, ich wollte schon sagen. Okay. Also sind das auch spezielle Zahnräder dafür. Das war es dann schon. Oh, okay. Wenigstens ein bisschen Belohnungen. Ah, die Belohnung wieder 60 Urgestein. Wieder ein Gratispull bekommen. Die Dinger würde ich gerne auch haben wollen. Ich meine, die Handschellen oder diese, ja, keine Ahnung, sehen aus wie Handschellen, aber es sind halt diese Ketten. Bräuchten wir welche von hier auch. Ah, die haben wir aber bekommen jetzt. Naja, okay, gut. Dann müssen wir auf die anderen Rätsel halt noch warten. Also in der zukünftigen Episode nochmal vorbeischauen. Das heißt, ich kann die Situation ausnutzen, um mal schnell die Dailies zu machen. Bei ihr ist es einfach, man muss nur kurz was transportieren. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aua, mein Rücken. Was ist denn passiert? Ich bereite mich gerade auf meine Arbeit vor und da schmerzt es plötzlich meinen Rücken. Ich habe Quinn versprochen, heute bei seinem Obststand auszuhelfen. Jetzt muss ich mich aber erst etwas ausruhen. Ach, wenn ich hier bleibe, verschwende ich aber auch nur Zeit. Kannst du Quinn womöglich fragen, was ich für ihn tun könnte? Dann kann ich mich schon darauf vorbereiten. Ja, sicher doch. Dankeschön, ich ruhe mich nur etwas aus so lange. Der befindet sich am Stadttor direkt. Ne? Ich glaube, ist das das? Ja. Deswegen, das ist halt, also die ist halt direkt vor Ort alles. Also das ist schnell gemacht. Wahrscheinlich können wir denen nicht mehr helfen. War das irgendwie, weil schon Abend ist, heute nicht so viel zu tun war und ich glaube, irgendwie sowas endet. Auch die Tagesmission. Weil ich meine, diese Tagesmission gibt es nur in einer Episode. Wir hatten ja mal eine Tagesmission an der Brunnen gehabt. Das war aus 2 oder 3 Teilen. Da ging es um die Medizin, wo so ein Schleim so eine Beere erstmal essen musste. Oh, das sieht nach richtig viel Arbeit aus. Michelle ist schon total fertig. Helfen wir Quinn erstmal bei seiner Arbeit. Dann können wir ihn bitten, Michelle etwas Leichteres zu geben. Hoffentlich ist Michelle damit einverstanden, dass wir das in die Hand nehmen. Wie lange soll ich denn noch warten? Was ist passiert? Ach, wir haben keine Dämmerfrüchte mehr. Deswegen habe ich einige Ladungen bestellt. Doch bis jetzt ist noch keine einzige eingetroffen. Ich habe viele Kunden, die alleine wegen der Dämmerfrüchte kommen. Allein Eure ist schon dreimal hier gewesen. Sie wollte einfach nur 3 Dämmerfrüchte. Natürlich will ich einen Stammkunden wie sie nicht verlieren. Ich muss ja auf den Laden aufpassen. Wenn ich nur jemanden hätte, der ein paar Dämmerfrüchte sammeln könnte. Wenn es wirklich so dringend ist, könnte ich helfen. Das würdest du tun? Das wäre großartig. So. Hast du Dämmerfrüchte gefunden? Ja, ich habe welche. Wir haben immer welche. Also. Ach, einige andere Kunden hatten aber nicht so viel Geduld. Alleine schafft man das wirklich nicht. Ach stimmt, vielen Dank für eure Hilfe. Mal überlegen, was ich euch geben könnte. Ach, das ist nicht nötig. Wir würden dich aber gerne um etwas bitten. Es geht um Michelle. Ihr habt Michelle gesehen? Ich soll ihr eine leichtere Aufgabe geben? Ich wollte doch sowieso nur, dass sie auf den Laden aufpasst. Ach wirklich? Aber jetzt sind schon alle Kunden weg. Da brauche ich auch niemanden, der auf dem Laden aufpasst. Ihr könnt Michelle gerne sagen, dass sie zurückgehen und sich ausruhen kann. Ich werde dann mal nachsehen, wo die Ware bleiben. So einfach. Und dann gehen wir zurück, sagen wir Bescheid und dann ist die Tagesmission auch schon wieder fertig.
So, es wäre halt wirklich cool, wenn sie mehrere Episoden machen würden von den Tagesmissionen, dass man auch wirklich also Abwechslung hat bezüglich, wie heißt das? Also Variationen und so weiter, wie mit der Medizin. Da war es halt beides ein bisschen anders, ging aber um dieselbe Person und ja. Von ihr haben wir auch schon eine Tagesmission mehrfach gemacht, weil sie ist tatsächlich, so wie ihr sehen könnt, blind. Aber gut, dazu vielleicht ein anderes Mal wieder. Habt ihr Quinn gefragt? Ja, er meint, dass du wieder nach Hause kannst. Im Laden gibt es heute nicht weiter zu tun. Deswegen kannst du dich gerne ausruhen. Oh, na dann werde ich mir eine andere Beschäftigung suchen müssen. Ach, gehst du denn nicht ausruhen? Jetzt musst du doch nicht mehr arbeiten. Seht euch doch einfach mal um. Die Winde von Barbatos wehen immer noch fleißig und machen auch keine Pause. Wir, gesegnet von Barbatos, können auch nicht voll auf der Haut liegen. Was hast du eigentlich gemacht? Warum schwitzt du denn so? Sieht aus, als wärst auch du sehr beschäftigt. Es ist gut, wenn man sich anstrengt. Nur mit dem Schweiß von all der Arbeit spürt man den Wind der Barbatos. Nochmal. Nur mit dem Schweiß von all der Arbeit spürt man den Wind, den Barbatos stickt es richtig. Hier hast du eine Flasche Milch. Danach hast du wieder Kraft, deiner Arbeit nachzugehen. So. Hier ist irgendwas markiert. Hatten wir was vergessen? Das kommt erst später. Nee, okay. Moment. Wo war das denn nochmal hier? Nein. Ich vertue mich immer bei diesen beiden Sachen. Finde nicht alle Monster, finde nicht alle Monster, finde nicht alle Monster. Gut, das geht easy. Leicht verdiente Urgesteine. Hier müssen wir hin. Einmal rumlaufen oder klettern, eins von beiden. Das müsste an der Statue sein, ne? Ja. Wir müssen auch langsam das Farmen wieder in Angriff nehmen mit den einzelnen Charakteren. Ich möchte halt gerne die Artefakten gemaxt kriegen, weil da habe ich echt Probleme. Kuchin ist nicht fertig. Euler ist noch nicht fertig für das Alternativset, weil wir benutzen ja vorher. Also wir hatten mal eine Kombination gemacht von zwei Sets, die empfohlen worden sind. Dann habe ich ein bisschen umdisponiert. Das muss man leveln. Viel zu viel gefarmt bezüglich neue Charaktere und so, weil wir haben noch Sangonui Kokomi auf der Liste. So viel zu machen. Und doch irgendwie so wenig Zeit. Oh, wasch. Zack, 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 zack. Bam. Diese Explosion war. Ja. Ah, muss ich echt mal warten, bis du was machst? Ja, jetzt habe ich dich. Habe die Ulti drauf. Ja, der kassiert schon. Das merkt man. Zack, 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 zack. Alter, wäre aber besser. So. Zack, zack. Zack, zack. Okay, nächster Schritt. Wo befindet sich das nächste Daily-Ding? Hier. Ob es vielleicht Sinn macht, die Daily-Mission auf Leeway zu verschieben? Weil wir brauchen für Kuchin die Core-Lapisse. Und da macht es vielleicht Sinn, die Tagesmission auf Leeway zu verschieben. Nur ich weiß, die Mission war immer so ein bisschen. Und das sind Geo-Charaktere. Auch nicht so mein Fan. Auch wenn wir nur L haben, die ich eher offensiv spiele statt defensiv, wie halt jeder sie empfiehlt. Aber als Solo-Spieler finde ich, Noelle sollte man nicht als Supporter machen oder als Tank. Zack, zack. Na komm, die Ulti kriege ich doch jeden Moment ready. Jetzt habe ich die Ulti ready. Wie kam da kein Geräusch dafür? Naja, zack. Euler. Alter, man bleibt hier immer stuck. So nervig. Oh, Alter, sein Leben einfach gelb. Das meine ich, wenn wir die Artefakten gemaxt haben für Euler oder Kuchin, dann ist das gut. Zack, zack. Na komm schon. Zack. Das kann ich. Wobei, so viel Schaden mache ich ja nicht. Ich dachte, ich mache ein bisschen mehr Schaden, dann könnte man das schon mal zerstören. Boah, Junge. Oh. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ulti. Ich mache einfach alle Ultis drauf. Und wusch. Zack. Die Explosion. Die Explosion, die haut den immer so um. Zack. Immer abwechselnd machen. Weil jetzt verteidigt er wieder. Ach, ich hätte Kuchin anders spielen müssen. So, jetzt bist du dran. Zack. Zack. Und zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, nächste Daily. Die nächste Daily befindet sich da oben. Ob's da hinten?
Da sind wir sehr selten. Also, ja. Okay, das heißt, ich muss hier entlang laufen, oder? Ach, ich könnte das Ding wegklicken. Ach nein. Zack, 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 zack. So. Hier unter uns gibt es auch Erze, die man farmen kann. Die habe ich markiert. Ach ja, hier genau die Animo-Sachen. Ich glaube, die Abkürzung mussten wir machen damals. Aber es ist schon zu lange her. Das weiß ich nicht. Nach all den Folgen. Na. Ach, diese Kristallen waren es auf jeden Fall. Das sieht verdächtig aus. Bestimmt gibt es hier auch einen Schatz. Bestimmt so ein Rätsel und dann spawnt da eine Truhe oder so. Ist auch immer so. Alle hopp. Oh. Tak, 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 tak. Gucci kommt gegen seine Panzerung viel schneller durch. Dafür, dass wir keinen Wassercharakter gerade im aktiven Team haben. Aber das würde ich halt eh ersetzen. Zack, zack, zack. Zwar ist die Ulti von Kea gar nicht mal so schlecht. Auch für manche Postasen irgendwie richtig wichtig. Ja, aber wenn man bedenkt, dass ich mit Euler mehr zufrieden bin als mit Kea. Na. Macht es halt vielleicht Sinn, Kea so zu ersetzen mit Sangnomi und Kokomi. Okay, das waren dann aber auch alle, ne? Ja. Gut, dann reisen wir zurück, holen unsere Belohnung ab. Oh, da kam noch die Explosion. Gut, dass man hier kein Freddy Fire machen kann und dann irgendwie so eine Polizei kommt, die uns dann bestraft oder so. So. Ja. Thank you for completing today's commissions. Okay. Klick. Wieder random items. Okay, Season Pass gab es, glaube ich, dann auch, ne? Dailies? Genau. Und das reicht auch für ein Level Up. Sehr gut. Ja. Stufe 10 wäre natürlich nice. Wie lange haben wir noch Zeit? 7 Tage und 0 Tage. Ah, das kriegen wir doch bestimmt noch zusammen irgendwie. Ja, gut. Ja, wie es weitergeht, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden erfahren. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpassen könnt und ihr supportet mich auch aktiv, am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.